Vor einem Jahrhundert dachten einige Forscher, die fundamentalen Gesetze des Universums seien im Wesentlichen entdeckt. Aber dann kam Einstein und stürzte unser Bild von Raum, Zeit und Schwerkraft um. Und die Quantenmechanik zeigte, wie Atome und Moleküle funktionieren. Jetzt, im 21. Jahrhundert, sehen wir vielleicht schon die nächste Ebene: vibrierende Strings. Und das Zusammenspiel aller Strings ergibt die großartige und schöne Sinfonie, die wir das Universum nennen. Stellen Sie sich vor, Jörg Raimund Hempel hat den Weg gefunden, solche Schwingungen zu übertragen. Schwingungen, die galvanische Apparaturen wie Kondensatoren und Akkus informieren, sich immer wieder neu zu laden. Dies wird ein Stück unserer Welt verändern. EMP, die neue Form der Energie. EMP wird dazu beitragen, die Welt in Bewegung zu halten und neue Welten zu entdecken. EMP wird dazu beitragen, die Balance der Natur wiederherzustellen und Ressourcen zu schonen. EMP wird uns helfen, unsere Umwelt zu schützen. EMP wird uns helfen, unsere Ressourcen effizienter einzusetzen. Stellen Sie sich vor, man könnte Primärenergie vervielfachen. Stellen Sie sich vor, dass fossile und regenerative Energien wesentlich effizienter zum Einsatz kommen könnten. Regenerative und primäre Energiequellen wie Wind, Sonne, Wasser, Gas und Öl erfahren eine neue Potenz der Effizienz, dank EMP Boosting. Neue Gedanken wollen erdacht. Neue Ideen wollen geboren. Angewandte Technologien wollen entwickelt werden. Stellen Sie sich vor, Lehrstühle aus allen Bereichen bilden die talentiertesten Studenten aus aller Welt aus und Global Player geben Forschungs- und Entwicklungsprojekte an das EMP Forschungs- und Technologiezentrum. Wir von EMP hoffen, einen Teil dazu beitragen zu können, die Welt besser zu machen und sie zu verstehen. Die Zukunft gehört denjenigen, die an sie glauben.